Hallo meine Lieben und recht herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Ich am Weg Wandern mit Peter bei meinem Format Rewatch. Ja, ich habe schon einige Wandertouren in meinem Leben machen dürfen und in diesem Format hole ich alte begangene Wandertouren aus den Archiven wieder hervor, um sie mit euch gemeinsam ja, aufleben zu lassen und nochmal zu analysieren. Denn nur weil Wandertouren schon mal begangen wurden, heißt es ja nicht, dass sie nicht immer noch da draußen sind. Und dass man sie nicht immer noch hochleben lassen kann. Und hochleben, das trifft es auch irgendwo, denn den Weg, den wir uns jetzt gleich anschauen werden, den wir jetzt rewatchen werden, der feiert nämlich aktuell sein 10-jähriges Jubiläum und genießt mittlerweile auch schon, würde ich sagen, ein bisschen Wanderprominenz. Ja, die Rede ist natürlich vom sogenannten Johannesweg im oberösterreichischen unteren Müllviertel. Und das seht ihr jetzt auch schon hier im Hintergrund. Ich bin da hier schon auf der Homepage, denn jetzt gilt es mal zu klären, was ist das für ein Weg und was hat es mit dem auf sich. Ja, wie schon erwähnt, der Weg befindet sich im unteren Weinviertel. Das heißt, die Thematik geht natürlich auch sehr in diese Richtung Kultur, aber auch sehr viel Spiritualität findet sich entlang dieses Themen- und Stationenwegs, und das sehen wir hier jetzt zum Beispiel. Schauen wir uns erstmal die Eckdaten an. Der gesamte Weg hat eine Länge von 84 Kilometer und es werden auf der Strecke ja, in etwa 2800 Höhenmeter zurückgelegt. Das klingt jetzt im ersten Moment vielleicht für den einen oder anderen gar nicht so viel, aber ich kann euch versichern, das Müllviertel, das hat schon so seine Tücken, aber ich kann euch versichern, jeder Meter, jeder Höhenmeter zahlt sich wirklich aus. Also es war wirklich großartig, das kann man schon mal vorwegnehmen. Und ja, weil wir jetzt gerade auf dieser Homepage sind, wenn ihr da jetzt Interesse habt, kann ich euch die nur ans Herz legen, www.johannesweg.at. Hier findet ihr wirklich alles. Also das ist wirklich sehr schön aufgebaut und ja, sag mal, Tourismusherz, was willst du mehr? Hier findet ihr alle Eckdaten und auch Angebote. Wir können es uns dann eh kurz einmal anschauen. Ja, ist auch für mich natürlich jetzt auch sehr schön zu sehen, jetzt hier zum Rewatchen, denn ich habe ja das alles schon gesehen, aber jetzt allein diese Bilder wieder zu sehen, da denke ich mir dann auch immer, es war schon herrlich. Wir werden es auch gleich sehen anhand meiner Videodokumentationen. Ihr seht hier zum Beispiel, ja, Stationen, die entlang dieses Rundwanderwegs, dieses großen Rundwanderwegs dann auch zu sehen sind. Also ihr seht schon, das Müllviertel, sehr hügelig definitiv und es gibt sehr, sehr vieles zu entdecken. Was natürlich auch sehr lukrativ ist, ja, sind zum Beispiel hier auch Angebote mit sogenannten Wanderpauschalen. Und wie gesagt, ich habe die Tour 2019 gemacht und auch ich bin in den Genuss von so einer Wanderpauschale gekommen. Das heißt, ich hatte ein Quartier, ja, habe mir den Weg in drei Etappen aufgeteilt und habe das so vereinbart gehabt, dass wenn ich natürlich dann mit einer Tagesetappe fertig war, habe ich rechtzeitig bei meinem Quartier Bescheid gegeben, habe angerufen und dann wurde ich sozusagen mit einem Wandertaxi abgeholt, wieder zurück ins Quartier gebracht, konnte dort gemütlich Abendessen, einen schönen Abend haben und dann halt nach dem Frühstück mit diesem Wandertaxi vom Betreiber des Quartiers wieder zum Schlusspunkt und Ausgangspunkt der nächsten Etappe gebracht werden. Und das habe ich halt zweimal so gemacht. Ich habe zwar eigentlich nichts dagegen, ja, mit dem großen Rucksack von A nach B, nach C, nach D zu wandern. Das ist auch sehr interessant. Aber wenn es mal ein bisschen entschleunigt sein darf, dann ist es eine tolle Alternative, mit leichtem Gepäck diese Etappen zu machen. Also auch da würde ich vorschlagen, kann man das durchaus ja, in Betracht ziehen. Ein Weg, warum habe ich den eigentlich prominent genannt? Es ist so, dass in diesen 10 Jahren hat meiner Wahrnehmung nach der Weg wirklich enorm an Wandertourismus aufgebaut. Es ist Erzählungen nach jetzt auch schon ganz schwierig, hier noch Quartiere zu bekommen, also eher kurzfristig zu bekommen. Das heißt, wenn ihr vorhabt, den Weg zu machen, den kann ich euch wirklich hier nur ins Herz legen, ja, aber kümmert euch rechtzeitig um die Quartiere, die sind mitunter immer schon sehr früh mittlerweile ausgebucht, spricht aber für die Gegend, spricht vor allem für den Wandertourismus in Oberösterreich und spricht natürlich vor allem auch für den Johannesweg, der seinen Weg hier auch mittlerweile, ja,
als Eintrag nach Wikipedia geschafft hat. Ja? Also auch hier kann man nochmal alles Wichtige rauslesen, so zum Beispiel auch, dass der Weg, wie seht ihr es hier anhand von dem Logo, ja, dass hier eine Lilie zeigt und der Weg ist auch so ähnlich aufgebaut. Und welcher Weg ist das? Und zwar, jetzt werden wir uns anschauen, wo er sich befindet. Und zwar befindet er sich hier. Also hier haben wir schon die Rundtour eingezeichnet. Und von oben aus betrachtet, wenn wir hier Österreich haben, dann haben wir, Oberösterreich sozusagen hier. Hier ist dann das untere Mühlviertel und genau hier befindet sich eben der Johannesweg. Und die nächstgrößere Stadt könnte man sagen, die ist dann hier mit Linz, die Hauptstadt von Oberösterreich. Ja, und meine erste Etappe, ich habe damals mein Quartier hier im schönen Kaltenberg gehabt. Das ist sehr, sehr toll. Ja, es liegt auf so einer Anhöhe mit einer tollen Aussicht aufs Mühlviertel. Und bin dann hier nach Unterweißenbach gegangen, dann hier oben marschiert, wir werden es auch gleich sehen, entlang des üppigen Berglands, ein kleiner Bergrücken, hier ins Tal nach Königswiesen. Und dann natürlich entlang des, ja, schönen Oberösterreichs, dann letztendlich hier runter in den Süden bis nach Pirbach. Und diese erste Etappe, die werden wir uns jetzt gemeinsam anschauen. Wie gesagt, ich habe diese Etappe damals noch mit der GoPro Hero 3 Plus aufgezeichnet, aber trotzdem glaube ich, habe ich die Facts schon ganz gut eingefangen. Ja, also gucken wir mal, erste Etappe und los geht's. Ja, hallo Freunde, ich bin wieder mal am Weg und heute starten wir gemeinsam das Projekt Johannesweg im Mühlviertel im wunderschönen Oberösterreich. Heute die erste Etappe hier von Kaltenberg nach Birlach. Das sind nicht ganz 30 Kilometer, aber wir wissen, das Mühlviertel hat doch seine Tücken. Aber ich bin schon sehr gespannt. Wir werden sicherlich auch einiges zu sehen bekommen und ich würde vorschlagen, wir starten einfach mal durch. Also dann viel Spaß. Man sieht hier auch, ich habe hier meinen Wanderstab tatsächlich dabei gehabt. Sieht man jetzt auch nochmal schön die Etappe, wie ich sie auch vorher gezeigt habe. Ne? 30 Kilometer, etwas mehr als 900 Höhenmeter. Rauf, also, und glaube ich, was 1000 Höhenmeter wieder runter, das ist schon ordentlich. Da die Wallfahrtskirche Kaltenberg war gleich direkt neben meinem Quartier. Und da sieht man das, ja, also Kaltenberg hier auf dieser Anhöhe, aber es geht dann noch, so wie man hier sieht, auch gleich talwärts runter. Und von meiner Pension aus hatte ich einen. Tolle Aussicht, ich glaube, wir werden es später noch sehen bei der Abmoderation. Genau. Unten angekommen, unter Weißenbach. Und gleich wieder hinauf Richtung Megerstein. Da hat das Mühlviertel gleich mal Hallo, Grüß Gott gesagt. Aber ich glaube, euch geht es auch so. Also diese Steige, das hat schon was. Und da sind wir auch schon am Wegererstein. Jetzt gar nicht, es war noch, dürfte so im Mai herum gewesen sein. Also die Pflanzenpracht war noch nicht in voller Blüte. Dieser Tunnel hier zum Beispiel, der ist eigentlich komplett zu. Also wenn es blüht, ist der sicher cool. So, die Hirschhalm, und wir werden auch gleich sehen, warum die so heißt. Deswegen. Das
war auch ein Erlebnis, weil wie oft kommt man schon dazu, dass man ja, die mal so nah sieht. Ja? Konnte man dort auch füttern. Ja, dazu glaube ich, muss man nichts sagen. Also der Ausblick, keine Wolke am Himmel, was will man eigentlich mehr? Ne? Das ist schon... Gipfelkreuz am Hansenberg, ja, auch ein toller Rastplatz eigentlich, gell? Aber nicht weit davon entfernt gibt es genauso einen, nämlich die Johanneswegkütte bei der Klammleiten. Gibt es auch, selbst wenn sie geschlossen hat, wie es bei mir damals war, gibt es so einen Automaten drin mit regionalen Produkten. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, damals war es so. War auf jeden Fall eine sehr willkommene Abwechslung. Leider hatte ich halt damals noch nicht, das muss ich schon gestehen, hatte ich noch nicht so das Auge für die ganzen Sehenswürdigkeiten, dass ich die auch einfange. Ne? Aber ja, so lernt man halt. Auch hier, Burgruine Ruppenstein. Ich war nicht oben. Der Weg sieht es jetzt auch nicht vor, es wäre jetzt nicht weit gewesen. Hier ist auch die Schutzhütte für die Ruine. Aber ich war, glaube ich, doch schon etwas K.O. und bin nicht extra rauf. Heute denke ich mir, ist schade, gell? Hätte ich mir vielleicht die Zeit nehmen können. Aber ja, da so entlang der großen Nahm. Ja, Freunde, die erste Etappe endet genau jetzt mit diesen Schritten. Ich befinde mich jetzt hier in Bierbach und es waren jetzt doch, naja, mit allem drum und dran so 30 Kilometer, würde ich sagen. Aber tolle Tour, ihr habt zur See gesehen. Seht natürlich hier noch mein damaliger Look. Ne, heute nicht mehr vorstellbar, aber damals habe ich es mir halt eingebildet. Naja, ne? Kann man so stehen lassen. Morgen geht es hier dann weiter. Werde ich euch ein bisschen mehr zeigen. Aber das war es einmal von mir und vom Bierbach. Ja, die erste Etappe, wie gesagt, gerade gesehen. Endete hier in Bierbach und das war dann halt so ein Fall. Ne? Dann eine Stunde ungefähr vorher angerufen, dann wurde ich abgeholt, wieder zurückgebracht nach Kaltenberg in mein Quartier. Am nächsten Tag nach dem Frühstück dann wieder zurückgebracht und die Tour konnte hier starten. Und da so viel kann ich vorwegnehmen, diese zweite Etappe da ging es dann so wirklich los. Also auch mit den eigentlichen Sehenswürdigkeiten und eigentlich sogar mit der Hauptattraktion des Johanneswegs. Und das werdet ihr gleich sehen. Das ist dann auch sehr selbstsprechend. Also hier von Bierbach entlang, wieder nach oben, hier nach Schönau am Mühlkreis. Da hatte ich dann auch eine wirklich sehr tolle, spannende Begegnung. Etwas, was mich dann noch begleiten sollte. Ja. Ich werde dann zu gegebener Stelle dann drauf kommen. Dann hier schön an den westlichsten Punkt, da auch sehr bewaldet, aber auch recht coole Gegend. Letztendlich bis hier St. Leonhard bei Freistadt, da hat dann die zweite Etappe geendet. Und ich würde vorschlagen, die gucken wir uns jetzt an. Ihr seht schon, die Videos an sich sind jetzt nicht so lang gehalten, das war mein damaliger Stil noch. Wir sehen kurz und knapp the best of und genauso auch hier. Also viel Spaß, zweite Etappe und mal sehen, was wir da jetzt entdecken werden. Ja, hallo Freunde und willkommen zur zweiten Etappe am Johannesweg. Heute gehen wir von hier, von Bierbach nach St. Leonhard. Und ja, und heute sehen wir auch das Wahrzeichen des Johanneswegs und das ist der Johannesbrunnen. Aber ich würde sagen, wir starten gleich durch. Das Wetter ist wieder optimal. Also dann, kommt's mit. Gehen wir. Das war's wirklich. Ja, Spoiler hier an der Stelle, da sieht man es schon, aber wir werden es auch im Video gleich sehen. Für 2019 war das Video technisch, ohne dass ich mich da jetzt selber loben will, also aus meiner Sicht schon wirklich gut gemacht. Also mit diesen Einblendungen hier auch. Jedes Mal als Einstieg für das neue Video. Und ich denke, das haben auch
viele andere zu schätzen gewusst, denn die Videos an sich haben wirklich gut Klicks gezogen. Also man merkt, der Johannesweg ist ein Suchbegriff, definitiv. Da wieder traumhaft. Wasser und Kugelmühle. Ja, und da ist er. Der Johannesbrunnen, das Wahrzeichen des Weges. Habe ich natürlich eine tolle Rast dort gemacht. Das ist wirklich ein schönes Fleckchen Erde. Tolle Quelle auch. Da wird sich auch bis heute nichts verändert haben, bin ich überzeugt davon. Und hier! Das ist einer meiner Lieblingsplätze. Es ist so in einer Waldlichtung drin, ein kleiner, die kleinen Namen, wie wir hier sehen. Ne? Und das war so stimmig. Ja? Das frische grüne Gras, der kleine Fluss hier, dann der Wald, keine Wolke am Himmel, also das war schon super. Ja, dann angekommen in Schönau im Mühlkreis. Ja, und da möchte ich jetzt hier kurz festhalten. Die liebe Person, sage ich jetzt mal, also wir haben es damals, sie wollte damals nicht ins Video mit rein und ich respektiere das natürlich auch, aber hier habe ich sozusagen eine Wanderbekanntschaft kennengelernt, ja, und ab diesem Zeitpunkt, wirklich bis zum Schluss meiner Tour, ja, war ich ständig in Begleitung mit dir und wir hatten wirklich riesigen Spaß, hatten sehr viel zu plaudern und auf einmal hatte auch diese Tour für mich auch eine ganz andere Dynamik tatsächlich, denn es ist schon sehr spannend und man hat so einen Hauch, ein bisschen bekommt man so dieses Pilgerflair mit, ja, so wie unsere Freunde auf dem Jakobsweg, die uns dann halt auch immer erzählen, dass sie immer auf dem Weg Menschen kennenlernen und dann auch wieder mal loslassen müssen, um andere in ihr Leben zu lassen. Und ein bisschen so ähnlich war es hier auch. Ne? Also ja, ab diesem Zeitpunkt hier in Schönau im Mühlkreis war ich definitiv nicht mehr alleine und das war wirklich schön so. Dorninger Alm ist auch ein Skigebiet, wie man hier sieht. Ja, und dann geht es immer mehr in den Westen. Der Herrgottsitz, auch einer dieser Must-Scenes, einer dieser 12 Stationen, die man wirklich gesehen haben sollte. Da kann man auch raufklettern, wie man hier sieht. Das haben wir natürlich auch gemacht. Ja, das kann ich nur unterstreichen. Ja, und dann Burgruine Brandegg, auch sehr bekannt im Mühlviertel. Einerseits für die Ruine, das habe ich gar nicht drauf im Video, gibt es dann auch eine tolle Schenke dort. Aber auch da, ne? Also der Ausblick ist halt wirklich grandios. Blick auf St. Leonhard Freistadt. So in dieser ja, hallo Freunde. Ich hoffe, Stimmung. Euch hat die heutige Tour gefallen. Ich fand sie großartig. Und da sieht man jetzt, das war der Balkon von meinem Quartier. Leider ist es hier jetzt ein bisschen diesig, jetzt sieht man da jetzt nicht so viel, aber die Aussicht war trotzdem herrlich. Und ein witziger Fun, also witzig, jetzt kann ich drüber lachen mittlerweile, ist, dass ich dann zu diesem Zeitpunkt habe ich mir tatsächlich eine kleine Erkältung eingefangen, denn es war doch ein bisschen windig, das geht jetzt hier nicht so hervor. Ich denke, das war jetzt so, ja, muss so April, Mai gewesen sein, wo man ja nie weiß, was man anziehen soll. Und ihr werdet das im dritten Video dann gleich sehen, meine Vorkehrungen, die ich getroffen habe. Ich habe es damals dann schon gemerkt, so ein bisschen Hals und Nase, aber trotzdem eine Etappe, das geht schon noch. Hier gleich einmal, sorry, man wird mich jetzt, glaube ich, nicht so gut verstehen. Der Wind ist, hat mir da immer dazwischen gefunkt. Aber ich lasse trotzdem kurz mal laufen. Und ja, morgen folgt ja schon der
Johannesweg auch schon wieder geschafft. Aber was uns morgen erwarten wird, das seht ihr beim nächsten Video. Bis dahin, Servus und bis dann. Ja, ich habe mich da auch relativ kurz gehalten. Da habe ich schon gemerkt, oh, da zieht etwas auf, gell? Aber nichtsdestotrotz, ja, also eine wirklich sehr, sehr starke Etappe. Naja, und dann halt eben last but not least, hier eben vom besagten St. Leonhardter Freistaat, dann meine dritte und letzte Etappe, hier zuerst in den Norden nach Weitersfelden, dann weiter hier bis zum nördlichsten Punkt, wo auch die schöne Kapelle steht, das werdet ihr dann auch im Video sehen, auch ein richtig schönes Fleckchen Erde, ja, und dann halt wieder langsam zurück bis nach Kaltenberg, wo dann ja der Johannesweg für mich dann sozusagen vollendet war. Und da nehme ich euch jetzt auch gerne mit. Also schauen wir uns auch die dritte Etappe an vom Johannesweg. Und wie gesagt, ihr werdet jetzt gleich sehen, meine Vorbereitungen gegen die Erkältung. Ne? Ja, hallo Freunde und willkommen zu Tag 3 am Johannesweg. Heute geht es von hier, von St. Leonhard, zurück nach Kaltenberg und wir kommen heute auch noch auf den höchsten Punkt der ganzen Tour. Also, das Wetter ist wieder optimal und ich würde vorschlagen, wir schwafeln gar nicht lang, sondern gehen wir los. Also, gehen wir! Ja, da hatte ich dann schon den Bandana hier um den Hals. Ja. Für diese Etappe hat es definitiv noch gereicht, aber es war dann schon ein bisschen, ja, ungut, aber es hat meine Laune jetzt nicht verdorben, ganz im Gegenteil. Ich habe dann meine nette Begleitung wieder gehabt und dann war sowieso alles vergessen. Ja, dritte Etappe, 26 Kilometer auch wieder, 815 Höhenmeter rauf und dementsprechend auch wieder runter. St. Leonhard Bründel, Wetter wieder grandios. Auch da bedarf es keiner weiteren Erklärung, denke ich. Das ist selbstsprechend. Ja, Langvierling. Der Ort. Durch den Wald von Waldfeld. Ich glaube, das ist auch der Wald, wo der Galgen steht. Ja, genau, da ist er schon. Der Galgen von Weitersfelden ist auch so ein Maszinplatz. Ich glaube, der gehört auch zu den 12 Stationen. Blick auf Weitersfelden. Generell so diese oberösterreichischen Orte haben alle so wirklich ihren Charme, die da so eingepflegt und eingebunden sind in dieses üppige Bergland. Das ist schon herrlich. Ja, da ist sie wieder. Ja, da, das darf natürlich nicht fehlen, ne? Schnapsrass-Pavillon. Aber es ist natürlich auch, das muss man schon mal sagen, gehört auch so ein bisschen zur Kultur Oberösterreichs, ja, das Braun, das kann man ja so sagen. Und überhaupt so regionale Produkte da zu verkosten, das ist schon was Feines. Ja, also für alle Wanderer, auch für alle, die ihren Gaumen da eine Freude machen wollen. Also wenn ihr das Angebot kriegt, dann macht es auch. Ne? So, und da sind wir eben bei der besagten Kapelle. Das Kammerkreuz oben ist auch der höchste Punkt des Johanneswegs und gleichzeitig auch der nördlichste Punkt der Tour.
ja, da kriegt man gleich wieder Lust, wirklich da zu marschieren. Auch nochmal ein kurzer Blick. Ich habe es halt immer so geschafft, auch wenn sie jetzt so jetzt nicht ins Video hinein wollte, dass ich wollte mich später einfach daran erinnern und habe sie so ein paar Mal, sie wird mir das verzeihen. Wir haben dann auf den letzten Metern auch noch zwei andere Wanderer kennengelernt, die uns dann noch begleitet haben. Das wird dann am Schluss, ich glaube, das habe ich jetzt, man hat es jetzt nur kurz gesehen hier im Bild. Ja, da waren wir dann so eine kleine Gruppe letztendlich. Ja, und da sind wir wieder. Da rechts oben, da sieht man mein Quartier. Ja, hallo Freunde. Und das war jetzt der Johannesweg. Wir haben so ein Glück gehabt mit dem Wetter, ihr habt es eh gesehen. Herrliches Mühlviertel. Ich hoffe, euch hat es gefallen, wie mir. Es war echt traumhaft. So viel Fernsicht und, also, was soll man sagen, ne? Ja, so viel dazu. Ich hoffe, ihr habt das auch genießen können. Und ich kann euch nur empfehlen, kommt her, geht's den Weg einmal. In 3 oder 4 Tagen machbar. In meinem Fall halt in 3 Tagen. Traumgegend, nette Leute, hilfsbereite Leute und ja, lassen keine Wünsche offen. Und mit diesen Worten beende ich jetzt einmal dieses Projekt. Mir hat es wieder sehr taugt, mal wieder rauszukommen. Und ich würde sagen, wir sehen uns wieder. Und zwar wann? Klar, wenn ich wieder am Weg bin. Ja, ich muss sagen, hier am Schluss wirklich, da musste ich schon etwas kämpfen. Da war ich schon ein bisschen heiser. Ich weiß, ich habe vorher noch was getrunken, gedacht, aber okay, dieses Abschlusslaudatio, das muss ich halten. Aber da war ich schon froh, dass es dann zu Ende war. Ihr kennt das sicher, gell? Man ist schon überwältigt von der Umgebung und alles, aber wenn man dann nicht mehr so ganz fit ist, dann ist man auch froh, wenn man es dann hinter sich hat. Und ja, das war mein Abenteuer vom Johannesweg. Ihr wisst Bescheid, wie gesagt. Ja. Kann ich nur wärmstens empfehlen. Und der Wandertourismus dort, der steigt. Ja. Und das ist auch alles richtig. Also www.johannesweg.at, schaut unbedingt drauf. Es gibt dann auch für alle, ich habe das hier extra jetzt mal rausgesucht, ja, für alle, die den Weg gehen, über den Wandertourismus, hier dieses wunderschöne kleine Lilienabzeichen. Ja. Dann habe ich mir damals bei einer, ich weiß es leider nicht mehr bei welcher, aber ich habe mir bei so einer Wallfahrtskirche hier auch dieses Erinnerungsstück hier geholt, auch mit der Lilie. Und letztendlich, um diese Tour nicht zu vergessen, habe ich mir hier so eine eigene kleine Urkunde gemacht, die an meiner Wand hängt, weil es wirklich für mich sowas wie eine kleine Errungenschaft ist. Also, ich hoffe, ja, das hat euch Spaß gemacht. Mir hat es wieder super toll gefallen und ich finde, der Weg, der wird seinen Lorbeeren wirklich mehr als nur gerecht. Und ich kann mich zum Abschluss nur nochmal wiederholen, www.johannesweg.at. Wenn ihr nach Österreich kommt, macht das. Und natürlich, wenn ihr Österreicher seid und den Weg noch nicht gegangen seid, dann macht es genauso. Ihr werdet das allesamt nicht bereuen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, ich hoffe, wir sehen uns schon sehr bald wieder bei einem meiner nächsten Wandervideos. Vielleicht auch bei meinem Wander-ABC, wo ich Tipps und Kniffe und Tricks zeige. Oder natürlich auch bei meinem sonntäglichen Livestream, wie wir reagieren auf Touren der Wander-Community. Ich bedanke mich. Und bleibt am Weg, euer Peter.